Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Cult of the Lamb. In der letzten Folge haben wir den ersten Boss gelegt. Und in dieser Folge gucken wir, dass alle unsere Kultmitglieder ein vernünftiges Zuhause haben. Und zumindest nicht einfach nur einen Haufen Blätter, auf denen sie rumpennen. Er ist auch wieder wach. Nee. So. Nee, du sollst mitmachen. Ah. Das Ganze ein bisschen schneller geht. Zack, 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 zack. Und fertig. Jetzt haben sie alle wieder ein Häuschen. So, ich predige mal schnell. Das ging schnell. Buch der Horde. Dann kreuzigen Drachen. Drei Flüche auch. Was haben wir hier? Ja, von mir aus. Ich nutze die Flüche eh nicht so oft. Ah. So, Krone. Ich kann eine neue Doktrin verkünden. Ja, ich glaube, das ist nützlicher. Gras haben wir eher im Überfluss. Ha. So. Jetzt kann ich eine Kronenfähigkeit erschalten. Nee, das mache ich nicht. Ha. Das nehme ich. Innere Finsternis. Ah, okay. Und hier kann ich nur nachgucken, was ich gerade gemacht habe, ne? Ja. Kann ich noch ein Ritual abschließen? Warum nicht? Okay. Ja, der Glaube in diesem Kult ist sehr hoch. So, irgendeiner von euch, ja du. Jetzt ein Level ab. Oh, ich will direkt noch eine Doktrin verkünden. Mach ich beim nächsten Mal. So, eine Dekoration brauche ich noch. Schrein des alten Glaubens, als ob ich das mache. Auch noch so ein Ding. Mhm,
Und da kommen sie alle. So, die Quest ist erledigt. Da ist Leo. Leo. Oh, ich habe eine göttliche Inspiration. Wann habe ich die denn bekommen? Tabernakel. Was ist denn ein Tabernakel? Ah, wahrscheinlich, wenn das Ding voll ist. Ja, weiß ich nicht. Ah, Holzplatz, Steinmine. Wirtschaft. Was haben wir hier? Holzplatz 2. Wieder sauber machen. Wir gehen jetzt schon wieder auf der Hälfte. Ausgraben. Okay, wachsen Bäume. So, da ist noch eins. Und das haben wir wieder voll. Mistvieh. Das hier fühlt sich jetzt relativ schnell, wa? Hey, das ist ein Level ab. Krass viel. So. Da ist natürlich nichts. Wir gehen mal zur Pilgerpassage. Hallöle. Hier gibt's Bären. Muss ich natürlich mitnehmen. Neuer Ort entdeckt. Erhöht unseren Glauben. Und ist der Fischer. Ich habe allerdings kein Interesse zu fischen. Mit. Oh Gott. Okay. Eine Tarotkarte. Ah, nicht so schlecht. Wenn ich Fischmahlzeiten machen will. Ich weiß aber nicht. Das Fischen hier in dem Spiel ist... Das öffnet mich zu sehr als Stardew Valley. Hui. Lachs. Gottes Willen. Thunfisch. Gottes Willen. Oh, eine Krabbe. Es wird Nacht.
Habe ich viel zu viel Zeit hier verschwendet. Huch, was ist das denn? Eine Anhängerform. Jo, mein Anhänger können jetzt Fische sein. Na komm, die drei haben wir noch. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Auch hat sich Gras gewehrt. Das ist eine Silhouette wie ein Fisch. Alter, ist das überempfindlich. Ah, das war ekelhaft. Huch, spawnen einfach neue? Noch eine Krabbe. So, zwei noch. Ist so ein ekelhafter? Ja, ich glaube schon. Ah, ein Oktopus. Und einer noch. Komm, bitte sei ein einfacher, der schnell geht. Bitte, bitte, bitte. Kommt der überhaupt mal? Hallo, hier bin ich. Ja. Wenn ihn das recht vor die Nase werfen muss. Okay, noch nicht alles. Oh, das kriege ich von dem. Das ist gar nicht mal so wenig krass. Okay. Krass, dass ich einfach sowas von dem krieg. Hallo. Wer bist du denn? Okay. Oh, ich wusste gar nicht, dass es eine Mähtaste gibt. Okay, ihr seid einfach nur dumm. Ist jetzt nicht so viel, ne? Okay. Keine Fische, ja, habe ich gemerkt. Okay, für einen Stein, das ist hat sich nicht gelohnt. Hey! Oh, 25 Dekade. Okay.
50. Jesus Christ. Hey, die sind ein bisschen teuer, wa? Oh, ich kann hier Anfängerform kaufen. Nun. Hier ist jetzt ein Boot. Oh, ich kann aber nichts damit machen. So, zurück zum Kult. Moin. Was habt ihr an meiner Anwesenheit zugemacht? Ich hab das hier wieder voll gemacht. Meine Güte. Und die Steinmine. Damit haben wir die Most Basic Basics schon mal eingeschaltet. Raffinerie. Steinmine 2. Küche. Weniger Beerdetoten. Heilquartier. Leichenhalle Gruft. Noch echt vieles. Ich gehe direkt auf einen neuen Run jetzt. Okay, das kann ich nicht nochmal machen. Oh, wer ist denn hier? Die kann ich Saatgut kaufen. Komm her. Oh klar, die kann ich hier irgendwie nicht sammeln. Noch 7 Anhänger, um diese Tür zu öffnen. Okay. Anura. Verzierung der Bäume. Wird herbeigerufen. Panzerhandschuh des Sturms. Deko-Auswurf. Ah. Ah, das ist wieder so ein Heavy-Ding. Das ist eine Snacke. Snacke. Fällt mir aus. Gehirnwäsche ist schworen. Was? Ich glaube, ich bevorzuge den schnellen Spielstil. So. Auch wenn die hier echt viel Damage machen.
Oh, die sind auch nicht sehr genau, die Dinger hier. Das ist ja arschig. Wie hat er mich getroffen noch? Den habe ich doch easy zuerst getroffen. Gut, kann sein, dass wir hier das erste Mal drauf gehen. Okay, der vergiftet einen aber nicht direkt. Man muss eine gewisse Zeit lang in dem Ding stehen, bevor das wirklich wirkt. Hey, Tarotkarten, gib mir. Ja. Hirnwäschepilze. Nix? Ah, doch. Hallo. Masimaloma. Masingraula. Hey. Arschloch. Kobi hungert jetzt auch. Er war ja nicht mal anwesend. Oh, ich hasse diese Frösche. Oh Gott. Ich will schnellere Waffen. Oh lol. Interessant, dass die das auch treffen kann. So, weiter. Ziegelboden. Aha. Hier ist die Katze wieder. Blaupause, Anhängerform. Er hielt ihr Geld. Zumindest ein bisschen was. Huch. Ein Geschenk. Ah, ich kann die Mehrtaste nicht benutzen. Ambrosia. Ah, das ist für den aktuellen Run, ne? Ich nehme die Anhängerform. Hey, Frosch. Okay, den kann ich nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt 30 davon ausgeben. Hey, mehr Gehirnwäschepilze. Werden wir bestimmt gebrauchen können. Oh, ich wette, der Boss wird ein Frosch sein in diesem Run.
So, kriegen wir noch ein bisschen Stein mit. Nö. Dann halt nicht. Macht das jetzt öfter, wird jetzt öfter unsere Anhänger irgendwie Schaden zufügen? Ja, wenn sie nur hungern, ist das noch relativ harmlos. Vergiften, das wäre scheiße. Also krank machen. Ja, eine Klinge. Gimme. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, die besser. Bin ich. Boah, die wären mit den Handschuhen scheiße gewesen. Ja, der schnelle Spielziel gefällt mir besser. Ich hab vergessen, was die blauen Herzen sind. Wer ist denn hier? Das ist auch. Okay, da geht's zum Bossraum, da gehe ich noch nicht hin. Also gehe ich jetzt mal hier hin. Ah, hallo. Klingen des Kreuzfahrers 6. Aber die ist schlechter in jeder Hinsicht. Ja, die ist einfach besser. Ja? Nö. Ich bleib bei denen, die ich habe. Ich bleib bei dir, die ich habe. Meine ist einfach besser. Ah, natürlich ist es ein Porsche. Warum mag ich den nicht? Ah, shit. Nein! Ja, ist jetzt nicht so krass schlimm. Benutzen. Und tschüss. Zurück zum Kult. Anhänger hungern, das ist nicht gut.
Da komm ich direkt. So. So. So, damit die Mistviecher endlich weg sind. Na, wie? Aber als nächstes. Ja, futtert die alle mal. So, Hygienetechnik sieht okay aus. So. Erstmal eine Predigt. So, danke dafür. Vampirwaffen. Das klingt sehr gut, das will ich haben. Das will ich auf jeden Fall. So, eine Doktrin kann ich auch noch verkünden. Auch wieder versorgen. Wieder ertragreicher. Look. Oh. Mach das, weil Hunger habe ich nicht mehr so viel. Doch direkt Fisch. So, recht würde. So, und segnen muss ich euch auch noch. Auch du wirst gesegnet. Alle schnell noch segnen. Oh, hast du ein Level-Up? Ja, du hast ein Level-Up. Perfekt. So, es fehlen auch noch Leute. Leo zum Beispiel. Ach, fast. Oh, das ist auch ein Level Up. Da wurdest du noch nicht mal gesegnet. Jetzt bist du gesegnet. Ich weiß zwar nicht, warum ich Leo Imposter segne. Reicht das schon wieder? Nein, noch nicht ganz. Irgendwas Neues bauen?
Ja, warte, hier hatte ich doch was freigeschaltet. Ne? Ja, den Boden. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche 10 Steine. Habe ich hier wirklich keinen Stein mehr? Nee, danke. Das dauert mir viel zu lang. Hä? Nee, du sollst da nicht reingehen. Du sollst dran vorbeigehen. Und da ist das nächste. Also ich glaube, das hier könnte relativ bald wichtig werden. Wenn der weiter so meinen Glauben runterballert. Aber noch nicht. So. Dass die scheiß Vögel das Ding auch endlich in Ruhe lassen. Geht mir auf den Nerv. Da kommt Leo Impasta. Wir sind schon wieder bei fast 40 Minuten. Uiuiui. Das ging aber schnell. In dem Spiel geht das sehr schnell mit den mit der Zeit. So. Das ist eine aktuelle Arbeit. Mal alle an mich anzubeten. Wenn sie gerade nichts anderes machen. Hey, Leo packt Stein. Oha, Leute. Oh, ein Toilettenhäuschen. Ich weiß allerdings nicht, wann man das bekommt. Was muss ich eigentlich machen, damit die Farm? Ah, das brauche ich dafür, okay. Kapazelle. Oh Gott, willst du? Alpyra. Weichler. War? Ah! Direkt einen Knast bauen. Nö. Nee, damit warte ich noch. Bis zum nächsten Mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeug habe, um mich darum zu kümmern. Das sind ja alles Grasfresser, die haben ja kein die werden davon ja nicht krank. Das macht das Leben beim Kult sehr einfach. So, dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Gerne liken, gerne kommentieren. Ja. In der nächsten Folge. Mal gucken, was ich in der nächsten Folge mache. Ich mit den Fischen. Weiteren Kreuzzug. Naja. Bis zur nächsten Folge. Bye.